Veranstaltung von Magister Wildfellner. Wir befinden uns jetzt quasi in der Mitte unserer Vortragsreihe, die von der Volkshochschule, dem Institut für Neuere Geschichte und Zeitgeschichte der Johannes Kepler Universität und dem Archiv der Stadt Linz organisiert wurde. Wir haben in einem kurzen Vorspann zu dieser Vortragsreihe festgestellt, dass vieles, was sich in dieser Zeit 1945 bis 1955 ereignet hat, beziehungsweise davor, bis heute nicht abgeschlossen ist. Und genau das letzte Referat war ein Beispiel dafür. Thematisch ist dieses zweite Referat etwas anderes, aber es gibt doch sehr viele Überschneidungen. Das European Recovery Program, der Marshallplan in Österreich. Professor Dr. Helmut Viereder ist Historiker, der sich mit ganz unterschiedlichen Themenbereichen beschäftigt hat. Ich werde jetzt nicht alle aufzählen, aber ich kann einige aufzählen. Er hat vor Jahrzehnten über den Februar 34 in Linz gearbeitet und diese Arbeit ist eigentlich bis heute gültig und in wesentlichen Teilen nicht ergänzungsbedürftig. Er hat über die Hermann-Göring-Werke, über die Entstehung der Hermann-Göring-Werke gearbeitet, die Umwandlung zur Föst und über den Marshallplan selbst, und er hängt natürlich auch sehr mit der Föst zusammen. Er hat über die Behörde des Reichsstatthalters Oberdonau geforscht, über Sozialversicherungsträger ist ein Spezialist sehr lange schon für das Konzentrationslager Mauthausen. Er hat dazu sehr viel gearbeitet, auch zum Thema Zwangsarbeit von KZ-Häftlingen und hat auch vor allem als pädagogischer Vermittler des Konzentrationslagers Mauthausen über Jahrzehnte bis heute gewirkt. Bitte, Herr Professor Viereder. Ja, danke schön. Guten Abend, meine Damen und Herren. Und bitte gestatten Sie mir, bevor ich mich dem Thema widme, zwei, drei kleine Vorbemerkungen. Also verstehen Sie mich alle da hinten? Ja? Vielleicht ein bisschen näher nehmen, wenn es geht. Ich bedanke mich und zwar gleich zweimal bei Ihnen, dass Sie heute Abend hier sind, ja, und bei Dr. Schuster für diese nette Vorstellung. Er hat jetzt meine ganzen Jugendsünden aufgezählt. Ja. Mein Thema hat Dr. Schuster angesprochen. Ja, und ich habe auch die Bitte zu verstehen, dass ich im Gegensatz zu Professor John sitzen bleibe. Ich bin ein bisschen älter wie er. Auch ich bin natürlich eingeladen, die Redezeit nicht zu überschreiten. Da habe ich jetzt eine analoge ausgeliehen, denn die digitale da hinten kann ich nicht sehen. Es sollten ungefähr 30 Minuten sein und ich gelobe, ich verspreche, dass ich mich also versuche, dran zu halten. Das heißt aber jetzt, nachdem das Thema ja ein sehr umfängliches ist, dass ich Ihnen im allerbesten Fall einige Überschriften anbieten kann. Da habe ich also jetzt, um Ihr Verständnis zu bitten. Dr. Schuster hat schon darauf hingewiesen, der Marshallplan trägt den offiziellen Namen ERP. Die Idee, denn das Vorhaben, also den Marshallplan, mit einem Familiennamen zu verbinden, die hatte nicht Marshall selbst, selbstverständlich, sondern ganz wie andere, nämlich der damalige englische Außenminister Babin,
der als gestandener Gewerkschafter und Berufspolitiker natürlich gewusst hat, wie wichtig ein zündender Titel ist und der natürlich auch gewusst hat, wie entscheidend im Jahr 1947 diese psychologische Komponente des ganzen Vorhabens war. Und da darf ich jetzt schon a priori dazu sagen, man kann mit gutem Grund annehmen, dass bevor der Marshallplan überhaupt mit einem Dollar wirksam wurde, das psychologische Element in Europa bereits gewirkt hat. Also Bevin hat da was sehr Geschicktes getan. Wie kommen denn die USA, damit bin ich jetzt wirklich beim Thema, wie kommen denn die USA auf die Idee, sowas zu tun? Denn immerhin geht es ja da um sehr viel Geld der amerikanischen Steuerzahler. Da denkt man sich ja was dabei. Nun, ich möchte Ihnen drei Gründe nennen, die ich für besonders relevant halte. Da gibt es sicherlich eine ganze Menge weiterer, aber diese drei scheinen mir also in unserem Zusammenhang als erwähnenswert. Der erste ist, und bitte, das ist jetzt keine Wertung, das ist eine Aufzählung, aber nicht wertend gemeint. Der erste Grund ist, der Marshallplan ist ein probates Mittel in der Auseinandersetzung mit der UdSSR, also das alle, was wir alle kennen als Kalter Krieg. Der zweite Grund ist, die Lage in Europa, die in manchen Teilen des Kontinents mit einem einzigen Wort treffend charakterisieren kann, das war eine schlichte Katastrophe. Also ich weiß nicht, ob es heute irgendwo in der Welt Zustände gibt, die an das erinnern würden, was damals hier, wird schon geben, aber jedenfalls nicht in der uns der näheren Umgebung, gibt es sowas mit Sicherheit nicht. Und der dritte Grund ist, dass die USA selbst an diesem Programm ein massives ökonomisches Interesse auch haben. Zum Ersten, noch 1945 in Jalta und auch in Potsdam war die amerikanische Diplomatie der Meinung, man kann mit den Sowjets durchaus auf einen Deal kommen. Das hat auch einige Zeit funktioniert, wobei ich mich hier besonders jetzt beziehe, nicht auf den Fernen Osten natürlich, da schauen die Dinge anders aus, sondern auf Zentraleuropa. Und das funktioniert auch in Deutschland eine Zeit, einige Monate ganz gut. Deutschland bekommt ja von den Alliierten eine eigene neue Regierung, das ist der sogenannte Kontrollrat, und da sitzen die großen vier beisammen. Und das geht einige Zeit, und wenn die Amerikaner da Schwierigkeiten haben, im ersten halben Dreivierteljahr, dann eher mit den Franzosen als mit den Sowjets. Aber schon 1946 zeigen sich diese, oder brechen die sogar auf, diese wirklich antagonistischen Widerstände zwischen den USA einerseits als westliche Führungsmacht und den Sowjets auf der anderen Seite. Und zwar im Wesentlichen aus zwei Gründen. Zum Ersten, die Sowjets setzen die alte, gute, zaristische, imperialistische Politik fort, sei es im fernen Mittleren Osten, also denken Sie an den Iran, oder sei es zum Beispiel auch in der Frage der Meeringen, also Marmara-Meer, Bosporus und auch Ägäis. Aber sie setzen diese Politik fort unter dem Vorzeichen des Marxismus, Leninismus und Stalinismus natürlich in der Zeit. Das ist das eine. Das zweite ist, sie sind auch in anderer Weise nicht untätig über eine, sagen wir, Zwischenfirma, das ist die sogenannte Komintern, die in Westeuropa vor allen Dingen kommunistische, subversive Tätigkeiten unterstützt. Das geht hin bis also dann zum offenen Bürgerkrieg, und ein solcher bricht in Griechenland wieder mal aus, nämlich Ende 1946. Und das ist jetzt wirklich der Knackpunkt, wo für die Amerikaner jetzt also die Zeichen auf Sturm stehen. Und nachdem sie ja inzwischen de facto zu den Erben der britischen Politik im Mittleren Osten, Nahen Osten geworden sind und insbesondere natürlich auch in der Sache Griechenland-Türkei, ändern sie jetzt eine Doktrin, die seit damals ungefähr 130 Jahren eine Doktrin der
oder ein Teil der amerikanischen Staatsräson war. Im März 1947 erklären die USA, und zwar in der Person des Präsidenten, dass ab nun sie als westliche Führungsmacht allen Nationen, Staaten, die sich solcher subversiver oder auch offener, also militärisch vorgetragener Aggression ausgesetzt sehen, Hilfe leisten werden. Und Griechenland wird deswegen ausdrücklich angesprochen, weil sich die Briten aufgrund ihrer ziemlich desolaten ökonomischen Situation aus Griechenland zurückziehen mussten. Und der Marshallplan ist also dann einige Monate später, George Marshall hält diese berühmte Rede Anfang Juni 1947, vor übrigens einem ganz interessanten Publikum, die zweite Seite der Medaille. Wenn Sie so wollen, ist der Marshallplan die ökonomische Seite der Monroe-Doktrin und der Truman-Doktrin, und gemeint ist, man werde das Vordringen der Sowjetunion in Zukunft mit vor allen Dingen wirtschaftlichen Mitteln eindämmen. Das heißt dann auch bezeichnenderweise Containment. Und das gilt übrigens bitte bis zum Ende des Kalten Kriegs, also bis im Wesentlichen zum Zusammenbruch der Sowjetunion. Gut, also so viel dazu. Dann habe ich darauf hingewiesen, dass für Sie, also für die USA, ein ganz zentrales Argument war für dieses ambitionierte Hilfsprogramm, dass in Europa die Dinge nun wirklich also im Argen liegen. In Zentraleuropa ist im Sommer 1945 praktisch jede wirtschaftliche Tätigkeit zum Erliegen gekommen. Nur ein Beispiel hier, Oberösterreich tauscht Glas gegen Schuhe mit der Steiermark, bitte. Ja? Und so schaut es aus im ganzen mitteleuropäischen Bereich, das beginnt oben an der dänischen Grenze und endet irgendwo unten im Balkan. Und in Westeuropa sind die Dinge auch nicht viel besser. Sowohl den Briten als auch den Franzosen, also den beiden, der dritten und der vierten Hauptmacht in der Anti-Hitler-Koalition, steht, jetzt kann man ganz salopp gesagt, das Wasser bis zur Unterkante Oberlippe. Ja? Für die Amerikaner sind diese beiden Staaten auch deswegen so zentral, weil in einem jedenfalls, also es so aussieht zu der Zeit, als stünde eine kommunistische Machtergreifung bereits bevor, nämlich in Frankreich, und weil zweitens Großbritannien ja einer der größten Schuldner der Staaten ist. Nicht besser schaut die Lage aus in Südeuropa, Italien droht auch eine kommunistische Machtergreifung zu der Zeit. Also sowohl aus humanitären als auch aus zutiefst politischen Gründen ist für die Amerikaner der Feuer am Dach. Und als dritten Grund habe ich genannt die amerikanische Wirtschaft. Und da darf ich jetzt Folgendes sagen. Die USA für sich alleine sind damals ein wirtschaftliches Universum. Wenn Sie das globale BIP, also das Bruttoinlandsprodukt der ganzen Welt nehmen und Sie nehmen das für 100, dann sind die USA davon alleine etwa 80. Das heißt, der ganze Rest der weiteren Welt bringt gerade mal ungefähr ein Viertel der wirtschaftlichen Leistung zu Wege, die die USA alleine schaffen. Das hat jetzt auch für die USA nicht nur gute Konsequenzen. Die USA haben zum Beispiel im Fiskaljahr 1946 einen einen Handelsbilanzüberschuss von 10 Milliarden Dollar. Nun, das sagt uns heute nicht mehr viel, weil heute ist ja die Milliarde die kleinste Recheneinheit, wie wir wissen. Ja? Aber damals bitte war das ungefähr, also im selben Fiskaljahr, ungefähr 60 bis 65, also zwei Drittel des US-Verteidigungshaushaltes. Und im Übrigen musste man eine solche Summe in Europa mit dem BIP ganzer Staaten rechnen. Ja? Also es war ein ungeheurer Handelsbilanzüberschuss. Und das heißt jetzt auf der anderen Seite, die europäischen Währungen sind ja kaum konvertierbar. Da gibt es ja nur einige wenige, die konvertierbar sind, jetzt mal abgesehen vom englischen Pfund. Ja, Schweizer Franken zum Beispiel auch. Wenn die Europäer Waren kaufen wollen, dann kriegen sie die in allererster Linie eigentlich nur im Dollarraum.
Und Dollar haben sie aber nicht. Und an die kommen sie auch nicht. Ja? Also das heißt, dieser Handelsbilanzüberschuss ist für die Amerikaner ein Problem. Für die Europa ist ja sowieso. Das Zweite ist, die USA brauchen, im ureigensten ökonomischen Interesse ist das, einen potenten Partner. Und der kann nur sein Europa, nach der damaligen Lage der Dinge. Aber nicht, dass Europa, der, was weiß ich, 30 oder wie viel Staaten kleiner und mittlerer Größe, sondern sie brauchen ein Europa, das zumindest wirtschaftlich eng verflochten ist, in dem es keine Handelsbilanz, keine Handelsbarrieren gibt und in dem auch der Zahlungsverkehr frei fließen kann. Dazu kommt für die Amerikaner, sie haben nach 1945 stark demobilisiert, sie haben ihren Verteidigungshaushalt von mehr als 40 Milliarden Dollar auf ungefähr 13 Milliarden Dollar zurückgefahren, also um zwei Drittel. Sie haben ungefähr 6 Millionen Mann demobilisiert, ja, und sie haben in bestimmten Branchen Überschussgüter, die sie ja irgendwo auf den Markt bringen müssen. Die Europäer sind für die USA dann ein adäquater Partner und nur dann aber, wenn sie also diese Voraussetzungen erfüllen, die also jetzt kurz angesprochen wurden. So, und nun nach diesem, sage ich mal, Motivenbericht für die Amerikaner, soweit also hier in der Kürze Platz hat und Sinn macht. George Marshall schlägt in seiner Rede dieses Programm vor. Und er schlägt es vor und lädt dazu ein, alle europäischen Staaten, also auch die Sowjetunion, wohl aber in der stillen Hoffnung, wie wahrscheinlich nicht zu Unrecht vermutet werden darf, dass die Sowjets von sich aus nicht teilnehmen werden. Ja? Und er sagt auch gleich dazu, welche Bedingungen die USA anbringen wollen. Also was sie von den Europäern erwarten werden. Ich habe es schon angesprochen. In Europa Handelsbarrieren abbauen, freier Zahlungsverkehr, enge politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit. Ja, erstens. Zweitens, die USA behalten sich natürlich vor die Verwendung der Mittel und sie kontrollieren das genau und sie behalten sich sehr wohl vor, dass sie auch den einen oder anderen Vorschlag ablehnen werden. Das heißt also, sie schauen den Teilnehmerstaaten nicht nur über die Schulter, sondern sie schauen ihnen wirklich in die Bücher. Gut, diese Rede hält George Marshall am 5. Juni 1947. Und wenige Tage später lädt Frankreich schon ein, gemeinsam mit England nach Paris, die UdSSR, dass diese drei einmal über dieses Projekt reden sollen. Und da kommt es gleich zum Eklat. Der Außenminister der UdSSR, manche werden ihn vielleicht noch kennen, das war ein gewisser Molotow, Mr. Niet, ja, wo eigentlich Gromyko das den Titel eher verdient hätte. Nun ja, also Molotow lehnt natürlich diese Bedingungen, die die Amerikaner stellen, ab. Er sagt also, wir lassen uns nicht in die Bücher schauen, das ist ein Eingriff in unsere Souveränität und übrigens in die Souveränität aller, die da mittun. Das lassen wir nicht zu. Molotow schlägt seinerseits einen Plan vor, den die anderen natürlich ablehnen. Ja? Und das ist genau das, was die Sowjets dann üblicherweise auch tun. Er schlägt nämlich auch unter anderem vor Handelsverträge mit der Sowjetunion zwischen den einzelnen Teilnehmerstaaten. Also was dann die Sowjets machen in Mittel- und Osteuropa. Es ergeht aber die Einladung jetzt also an die anderen. Und in ganz kurzer Zeit melden sich insgesamt 16 Staaten, die teilnehmen wollen und werden. Und einige weitere, die zwar wollen, wie zum Beispiel die Tschechoslowakei, aber über sowjetische Intervention nicht dürfen. Also die ziehen ihre Zusage wieder oder ihr Interesse wieder zurück. Auch innerhalb von nur drei Wochen meldet sich Österreich. Und jetzt ist Österreich natürlich ein ganz besonderer Fall, denn Österreich ist ja bekanntlich wie auch das also nicht mehr bestehende Deutsche Reich in Besatzungszonen geteilt. Und Österreich hat, wie das damals in der
Umgangssprache heißt, ein riesiges Loch im Osten. Das war jetzt nicht für die eine Seite ein Problem, das war vor allen Dingen für die Österreicher selbst ein Riesenproblem, und zwar deswegen, Österreich hat zwar im Gegensatz zu Deutschland eine eigene Regierung und die seit Ende 1945 schon in demokratischen Wahlen bestätigt und eigentlich aus der überhaupt erst hervorgegangen. Aber was werden denn die Sowjets sagen, wenn die Österreicher jetzt da an diesem Programm teilnehmen? Das war der Wiener Regierung nicht bekannt, bitte, zu dem Zeitpunkt, dass sie gesagt hat, wir wollen da dabei sein. Und das war ein sehr mutiger Schritt der Österreicher, übrigens gar nicht der erste in einer solchen Sache. Schon Ende 1945 haben die Österreicher den Sowjets in einem bestimmten Vorhaben, da ging es eben um ein Joint Venture über die Ausbeutung der Erdevorkommen in Niederösterreich, da haben die Österreicher den Sowjets bereits Danke Nein gesagt. Ja, das hat sich aber für die Amerikaner interessant gemacht. Es war klar, eine solche Regierung, eine solche österreichische Staatsregierung, die wird mit dem Westen zusammenarbeiten. Interessanterweise mehr die Sozialdemokraten als die Konservativen. Nun ja, die Österreicher melden sich also auch an und sehr schnell, einige Wochen später schon, trifft man sich in Paris und es wird das Verfahren also mal diskutiert. Aus diesem Diskussionskreis, der nennt sich Komitee, wird dann ein halbes Jahr später eine Organisation, die es übrigens heute noch gibt, die kennen Sie alle, das ist heute die OECD. Damals steht das OEC, das steht also zweimal E drin, gemeint ist im Grunde dasselbe. Nur ist die heute etwas größer und hat natürlich auch andere Aufgaben. Und diese Organisation ist also dann die europäische Seite des Marshallplans und die Amerikaner ihrerseits machen natürlich eine eigene Seite dazu. Die kennt man dann als ECA, das steht für ECA, European Committee, was fällt mir jetzt nicht ein momentan. Ja, das passiert manchmal, tut mir leid. Und die ECA ist auf jeden Fall also jetzt die amerikanische quasi Kontrollbehörde. Die hat in Washington ihren Hauptsitz, in Paris ihren europäischen Sitz und in allen Teilnehmerstaaten eine Dependance. Und das Verfahren läuft so ab. Die Teilnehmerstaaten schreiben im Herbst 1947 ihre Anforderung an die ECA auf. Ja, legen Sie mal bei der OEC vor, dann weiter zur ECA und wie nicht anders zu erwarten, sind die Anforderungen weitaus überhöht. Also um einen Faktor 3 circa, so in der Größenordnung. Jetzt streichen die Amerikaner das einmal kräftig zusammen. Ja, weiter verhandelt und dann, nachdem also die Einreichungen akzeptiert waren, und die Amerikaner inzwischen ihre eigenen logistischen Voraussetzungen für das Verfahren geschaffen haben, das war dann im Frühjahr 1948, schließen die USA mit den in Aussicht genommenen Teilnehmerstaaten einen Vertrag. Und da steht also genau das drin, was ich jetzt versucht habe, kurz zu sagen. Und das Programm beginnt dann zu laufen, im Wesentlichen 1948 im Sommer, läuft bis 1952, im Falle Österreich sogar bis 1953. Wird jedes Jahr, wie man heute auf Neudeutsch sagt, evaluiert und jedes Jahr werden die Mittel neuerdings freigegeben. Eine besondere Mitsprache, da wir bei der Gelegenheit auch schon sagen, weil das für die Österreicher dann von großer Relevanz sein wird, in einem besonderen Fall, behält sich auch natürlich das amerikanische Militär vor. Also das ist nicht nur eine zivile Sache, das ist auch eine Sache der Militärs. Wie groß waren die seinerzeit in Aussicht genommenen Mittel? Man hat damals gedacht an einen Betrag in der Größenordnung von 17 Milliarden Dollar insgesamt verteilt über diese 4 Jahre. Ich darf Ihnen dazu sagen, was auch der Kollege John schon angesprochen hat, es ist relativ schwer, diese Beträge auf heutige Vorstellungen umzurechnen. Das hängt auch unter anderem damit zusammen, dass es damals in allen Staaten der Welt eine zum Teil also recht lebhafte Inflation gab, also in gleich welcher Wirtschaftsorganisation die nachgehangen haben,
Das war ein Ergebnis des Krieges. In Kriegen tut man normalerweise die Inflation zurückstauen und die kommt halt dann. Ja? Und ist auch für die Staaten übrigens gar nicht so unwillkommen, weil sie ja die Staaten entschuldet damit. Zu Österreich, Österreich hat also mit zu den Spitzenreitern in Sachen Inflation gezählt damals, also so 30% plus minus waren schon um 1950 herum. Also eine sehr hohe Inflation. Und ja, daher ist es also nicht sehr sinnvoll, diese Beträge umrechnen zu wollen. Tatsächlich kommt auch noch etwas weiteres dazu. In den Jahren ab 1950, also im Schatten des Koreakriegs, werden die wirtschaftlichen Belange in den USA deutlich zurückgestuft. Der Marshallplan muss gegen die Militärhilfe zurücktreten und im letzten Fiskaljahr, das war dann 1952, wurden, wenn Sie das Verhältnis nehmen wollen, Marshallplan zu Militärhilfe für vor allen Dingen europäische Staaten, wurden die Mittel vergeben 4:1, also viermal mehr für die Militärhilfe als für den Marshallplan. Das hat dann auch die Österreicher ziemlich getroffen, weil man ihnen nämlich die Zuweisungen stark gekürzt hat. Wer kriegt was? Von diesen in Summe dann knapp 14 Milliarden ausgegebenen US-Dollar haben die Briten bekommen ein knappes Fünftel, ein knappes Viertel, Entschuldigung, also fast 25%. Also die Briten waren da mit Abstand größte Nehmer, Empfänger von Marshallplanleistungen. Dann die Franzosen mit einem Fünftel etwa. Dann kommt die spätere Bundesrepublik Deutschland und mit etwa einem Achtel der Gesamtausgaben und etwas mehr als 10% die Italiener. Jetzt muss ich Folgendes dazu sagen. Zum Ersten, der Marshallplan ist ein Hilfsprogramm, das sich also wirklich an alle richtet, auch an den besiegten Feind. Und das war vorher in der Geschichte in dem Maße nie der Fall. Und zweitens, der Marshallplan wird, also die Leistungen, wird gegeben grundsätzlich als eine Art Kredit. Das ist also etwa auch vergleichbar dem Verfahren, das man nach dem Ersten Weltkrieg gewählt hat. Allerdings war die Summe nach dem Zweiten wesentlich höher und die Modalitäten ganz andere. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, unentgeltlich solche Leistungen zu empfangen. Das trifft viele, nicht alle, aber eben viele. Für die Deutschen gilt grundsätzlich, sie haben nur Kredit und für die Österreicher gilt, sie kriegen alles geschenkt. Also Österreich ist in der noblen Situation, dass es bei ungefähr 5% der Marshallplan des Volumens, das da ausgegeben wurde, praktisch alles als Geschenk gehalten hat. Und da gibt es sogar einen zweiten, dem das auch widerfahren ist, dieses Glück, nämlich Griechenland. Aber von allen 16 Teilnehmerstaaten nur die beiden. Ja? Und bei der Gelegenheit gleich noch ein weiterer Hinweis. Ich habe Ihnen jetzt genannt, also Zahlen, die heute uns, das sei wiederholt, nicht viel sagen. Aber, was man sich gut vorstellen kann, ist das Erwerbseinkommen eines einzelnen Menschen. Nun, wenn Sie das Erwerbseinkommen eines normalen amerikanischen Facharbeiters hernehmen, im Jahr, sage 48, dann verdient er in der Woche ca. 40 Dollar. Für die Laufzeit des Programms sind auf jeden amerikanischen Steuerzahler etwa 80 Dollar entfallen. Ja, das war also doch auch für die Amerikaner, war nicht besonders viel, aber sie haben es gemerkt. Ja. Ja. Und wenn man das jetzt auf der anderen Seite sieht in Europa, dann gehört Österreich zu den am besten gestellten Empfängern, nicht weil wir alles geschenkt kriegen, sondern weil wir auch die höchste Pro-Kopf-Quote kriegen, gemeinsam mit den Niederländern und den Franzosen. Ungefähr 140 Dollar pro Kopf waren das. Nun gut. Österreich, ich habe es gerade erwähnt, hat ca. 5% der Marshallplanmittel erhalten. Die Laufzeit ist bei uns etwas länger als im übrigen Programm. Das hat aber besondere Gründe natürlich, auf die ich vielleicht noch ganz kurz zu sprechen kommen kann.
die Österreicher bekommen bitte im ersten Jahr vor allen Dingen Transferleistungen, nämlich insbesondere Lebensmittel. Die österreichische Situation war in Summe mindestens so schlecht wie die in den deutschen Besatzungszonen, vielleicht sogar um eine Spur noch, um einen Tick noch schlechter. Die Bevölkerung hat wirklich über Jahre gehungert und es war, obwohl das der erklärte Wunsch der Amerikaner war, dass das nicht sein soll, im Falle unseres Staates unabdingbar notwendig, den Leuten einmal überhaupt zum Beispiel Brotgetreide zu schicken, dass sie was zum Essen haben. Bekanntlich kann einer der arbeiten, der auch einigermaßen den Bauch voll kriegt. Soweit jetzt also dazu. Ich möchte Ihnen jetzt auch sagen, welche Branchen besonders bevorzugt waren in Österreich. Eine habe ich bereits genannt, diese Hilfe zur Ernährung. Das ist ja eine Hilfe, die der Staat unmittelbar kriegt. Ja? Die Hilfe, die die Industrie kriegt, funktioniert ja dann anders. Wenn Sie also jetzt diesen ersten Block nehmen, Leistungen des Staates, also der Staat empfängt aus dem Marshallplan, dann sind das bei dem gesamten Volumen, das Österreich erhält, circa ein Fünftel. Und das ist also vor allen Dingen in der ersten Zeit. Und es gibt einen zweiten großen Punkt auch, der da absolut zu bedenken ist, das ist die Frage der Energie. Energie heißt damals in erster Linie Kohle, und zwar auf der ganzen Welt, also auch noch in den USA übrigens. Erdöl spielt bei, oder Derivate spielen bei weitem nicht die Rolle wie heute. Nur dort Österreich jetzt bekanntlich ja also nur wenig Kohle und Steinkohle praktisch gar nicht. Also wir kriegen auch Kohle, aber die schon auch vor allen Dingen aus dem Ruhrgebiet. Also da funktioniert dann das, was die USA verlangen. Die Europäer müssen intern ihren Warenverkehr in die Höhe bringen. Der nächste große Empfänger an Marshallplanmitteln in Österreich ist die Elektrizitätswirtschaft, weil die Österreicher sehr darauf drängen, dass man die Investitionen, die während der NS-Zeit hier gemacht wurden und die zum allergrößten Teil in nicht abgeschlossenen Betrieben da vorhanden sind, also die meisten dieser Investitionen, die in der NS-Zeit hier in dem Land getan wurden, waren bei Kriegsende weit nicht abgeschlossen, dass man betriebswirtschaftlich gesehen Torsi. Und das gilt natürlich auch für die Elektrizitätswirtschaft. Und die Österreicher drängen also sehr darauf, dass gerade diese Kraftwerke ausgebaut werden. Die Amerikaner stimmen denen zwar grundsätzlich zu, aber sie weisen darauf hin, dass sie eigentlich viel lieber kalorische Kraftwerke hätten, weil die billiger sind und es schneller geht. Und da sagen aber die Österreicher immer bitte, wir haben diese Wasserkraftreserven, die überhaupt nicht ausgebaut sind. Es sind viele Investitionen schon getätigt. Es wäre also volkswirtschaftlich ein völliges Unding, diese Investitionen liegen zu lassen. Und das ist ja auch dann in der Tat so, das werden Sie wahrscheinlich auch alle wissen noch, dass Capron geradezu für ein Synonym steht des Wiederaufbaus oder des überhaupt des Aufbaus der Republik nach 1945. Das ist eine der ganz großen Investitionen auch für die damalige Zeit, eine Wirklichkeit, sagt man auf Neudeutsch, Megabaustelle. Das war der Name ist gar nicht so recht. Und jetzt möchte ich dazu eine Anmerkung sagen. Es wurde oft genug behauptet, da hätten also gerade die Österreicher nach der amerikanischen Pfeife tanzen müssen. Also das stimmt, an solchen Beispielen sieht man das sehr deutlich natürlich nicht. Die Österreicher haben sich sehr klug und sehr erfolgreich da in Szene bringen können. Also ungefähr ein Viertel geht da in diese Branche Elektrizitätswirtschaft. Wenn Sie zusammennehmen dann, um die nächste große Gruppe zu nehmen, alle Branchen der Grundstoffindustrie, insbesondere eben den Bergbau, die verarbeitende Montanindustrie und auch die Papierindustrie, dann kommen sie nochmals auf ungefähr in der Größenordnung auch von gut 20%. Und wenn Sie jetzt auch dazu rechnen, dass der Staat auch noch 20% hatte, dann sehen Sie, was für den Rest blieb. Also der für die österreichische Wirtschaft so wirklich wichtige Fremdenverkehr hat gerade einmal knapp 3% erhalten, aller Marshallplanmittel.
Man muss aber auch natürlich dazu sagen, es ist natürlich viel leichter, ein Hotel modern und neu auszustatten, als ein Hüttenwerk wie die Linzer Hütte fortzubauen. Da bedarf es also etwas weniger Geld. Und jetzt, wenn wir da in Linz sind und weil das also für die Linzer ja so essentiell wichtig ist, zu den gewesenen Reichswerken und zur 45 dann zur Hütte Linz, zur Föst. Ich habe es erwähnt, die Montanindustrie ist ein großer Nehmer, aber nicht, bei weitem nicht der wichtigste. Die Montanindustrie hat also nach dem Krieg zwei Probleme. Sie wird zu beschreiben sein als in Linz ein Torso, der ist betriebswirtschaftlich so überhaupt nicht zu führen. Und in der Steiermark haben die Betriebe zwar keine Kriegsschäden, Linzer Betriebe hatten auch noch Schäden durch die strategischen Bombardements. In der Steiermark sind es die Sowjets, die bis zum Zonenwechsel oder bis zum Sommer 1945 dort flott demontiert haben, was sie übrigens woanders auch gut konnten. Sie haben ihre sogenannten Trophäenkommanden ausgeschickt und die haben es zum Beispiel fertiggebracht, ein Riesenwaldwerk aus Donauwitz von nur 4 Wochen zu demontieren und zu abzutransportieren. Also die steirische Industrie ist durch solche Maßnahmen sehr betroffen. Nun, diese Werke werden durch den Marshallplan fortgebaut. Für die Linzer Hütte gilt aber eine Redimensionierung einer Betriebsseite, nämlich der Hochofenseite, zugunsten der verarbeiteten Seite, also zugunsten der Walzwerke. Was geschehen ist durch den Marshallplan der heimischen Industrie, war eine Verlagerung des Schwergewichts des Marshall, der österreichischen Industrie durch die Marshallplan-Mittel von einem eher Standort für Verarbeitungsindustrie hin zu einem Standort für Grundstoffindustrie. Das zeichnet unsere Wirtschaft dann aus bis in die späten 70er, frühen 80er Jahre. Wir haben dann eine für einen hochentwickelten Industriestaat eher untypische Form unserer heimischen Industrie. Das Schwergewicht der österreichischen Industrie liegt also dann, nach 52, 53 vor allen Dingen, auf der Grundstoffindustrie. Hat sich also tatsächlich eine Verschiebung, eine beachtliche Verschiebung ergeben. Und so wie auf der einen Seite also da die Gewichte neu sortiert werden in der Republik, so auch die Eigentumsverhältnisse. Wir haben eine zweite Besonderheit bis weit in die 80er Jahre, bis zur sogenannten staatlichen Krise. Bei uns sind die großen Industrieunternehmungen de facto alle verstaatlicht. Dazu kann man dann vielleicht in der Diskussion noch einiges sagen. Ich nehme an, ich habe jetzt meine Zeit also brav ausgefüllt. Ja, wie ich das sehe. Nun, darf ich Ihnen sagen, ich glaube, auch für einen Kollegen sprechen zu dürfen, wir freuen uns jetzt auf Ihre Diskussionsbeiträge. Wir sind uns wahrscheinlich beide bewusst, dass wir unser Thema bestenfalls anreißen konnten. Und jedenfalls danke für Ihre Aufmerksamkeit, für die Geduld des Zuhörens.